Das Tempo war in dieser Runde sehr gut. Die Reifenabnutzung mehr oder weniger wie erwartet. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Das sind annehmbare Daten, allerdings weit entfernt vom Optimalzustand. Könnte sich auszahlen, das nochmal zu versuchen. Wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, okay, das ist eine Qualifying-Simulation. Wir haben die Zeiten unserer direkten Konkurrenten abgeschätzt, diese gilt es also zu schlagen.
dir keine Sorgen um die Reifen. Gib einfach alles. Bei diesem Test wollen wir möglichst nah an die Zeiten unserer Konkurrenten herankommen. Also, das Programm ist zwar beendet, aber es war uns keine große Hilfe. Ich befürchte, wir müssen das nochmal machen. Hier testen wir Treibstoffmanagement, also versuche beim Einfahren in die Kurve die Lift-and-Coast-Technik anzuwenden. Sei nicht zu aggressiv am Gas, aber denk daran, du musst die minimale Rundenzeit unterbieten. Das war eine akzeptable Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest.
Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Na los! Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Verstappen, Hamilton und Alexander Albon. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein.
Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Charles Leclerc. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht.